So, einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Forest Village. So gut Leute, machen wir weiter an der Stelle, nach der doch sehr actionreichen, also was ist actionreich, sagen wir mal spannenden letzten Session. Ich habe gerade alles produziert und so, war sehr interessant zu sehen, wie ich das verpeilt habe mit dem Mais. Bin ich mal sehr auf die Kommentare gespannt, Leute. Das war irgendwie ein Denkfehler. Ich bin davon ausgegangen, Mais, ja, vom Feld mal so nebenher essen und so weiter. Und darum bin ich nicht auf die logische Idee gekommen, dass das eigentlich da ist, um Getreide zu produzieren. Und dementsprechend hatten wir große Probleme gehabt zwischenzeitlich. So, aber ich denke, wir kriegen das jetzt erstmal alles in den Griff. Kohle sieht aktuell auch kacke aus. Das lag aber wirklich daran, dass ich nur noch einen oder zwei Leute als Köhler hatte. Ich hoffe, dass wir das jetzt noch hinbekommen. Und ich hatte ja jetzt gesagt, dass ich sehr gerne hier eine Köhlerproduktion starten wollte, weil hier die ganzen Bäume sind. Und wir via Esel das dann immer ins Zentrum transportieren. Das war jetzt eigentlich so die Idee gewesen, was hier gerade. Wir haben das Maximum an Gusseisen erreicht. Können wir eigentlich mal auf 150 erhöhen oder so, machen wir 200. Da haben wir gleich mal ein bisschen mehr, finde ich eigentlich auch okay. Ich würde es jetzt aber so machen. Ich werde jetzt nochmal so ein Jahr pitchen. Dass wir erstmal wirklich jetzt sehen, dass das alles ordentlich läuft, auch was das Essen angeht und so weiter. In der Hoffnung, dass wir bis dahin dann auch nochmal ein, zwei Esel mehr bekommen. Und sobald der Pitch vorbei ist, würde ich das dann in Angriff nehmen. Und ich hoffe bis dahin, dass wir mit der Kohle und so weiter noch zurechtkommen. Wie gesagt, ich habe das jetzt extrem aufgestockt, also ich hoffe doch, dass das jetzt läuft. Ich kann mal Brennholz theoretisch noch ein bisschen erhöhen, dass sich da mal ein bisschen mehr Leute noch drum kümmern. So, gut, dann machen wir wieder schnell. Und wie gesagt, es wird jetzt erstmal einen Pitch geben. Und wir gucken einfach mal, wie das jetzt hier läuft. Ich bin fast noch geneigt, dann hier vielleicht sogar noch eine Herberge hinzusetzen. Irgendwie. Müssen wir mal schauen. Oder noch ein normales Haus oder so, weiß ich noch nicht. Also, Pitch. Interessant ist jetzt vor allem erstmal hier Kohleproduktion und so. Genauso die Bevölkerung wird jetzt auch nochmal gut nach oben gehen. Mit ein bisschen Glück haben wir bald über 100 Einwohner. Wir haben jetzt 94. Wir schauen einfach mal, wie das jetzt hier läuft. So, bis gleich. Ach herrje, der Steinbruch ist leer. Oh, das ist ja krass. Okay, ich muss mal ganz schnell noch einen neuen Steinbruch bauen. Wie sieht es eigentlich mit der Erzmine aus? Ist die auch leer? Guck mal einer an. Okay, das können wir beides abreißen. Ja, das ist aber gar nicht so schlecht, weil dann haben wir hier jetzt dann deutlich mehr Platz. Können dann wieder was Neues bauen. So. Dann müssen wir jetzt natürlich noch neue Spots schnell finden, wo wir das als nächstes abbauen wollen. Das machen wir mal noch schnell gemeinsam. Steinbruch. Okay, so, ich habe mir erstmal schnell einen Überblick verschafft. Wir werden jetzt erstmal noch provisorisch hier Stein und Erz und so weiter abbauen. Und sobald wir das mit den Eselruten ausprobiert haben, mit der Kohle und so, werde ich das dann auch nach außen verlagern und mit den Eseln das dann immer in die Mitte transportieren. Also Stein und Erz und so weiter. So, das Problem ist, Stein haben wir am meisten noch. Ich zeige euch das mal eben. Jetzt hat mir das nicht angezeigt, weil ich hier falsch geklickt habe. Stein haben wir am meisten unter diesen Bärensammler, den wir nicht hier unbedingt hier an dieser Stelle brauchen. Das heißt, den reißen wir mal eben weg. Dann werde ich aber jetzt schon mal, wenn wir ein bisschen schneller machen, die Erzmine bauen. Und zwar ist hier eine sehr gute Stelle. Hier haben wir irgendwie 6000. Wo hatte ich gerade 6200? Hier 6300. Bauen wir sie mal hier hin. Ja, die Scheune ist hier. Es geht noch vom Weg her. Weil wir trotzdem überlegen könnten, vielleicht dann eine näher ranzubauen. Aber es ist okay vom Weg noch, denke ich. So, jetzt müssen wir warten, bis sie das abreißen. Und ich sehe gerade, die haben auch übelst viel zu tun gerade. Aber gut, Leute, ich mache das dann einfach im Pitch dann ganz schnell. Ich werde dann hier, wo ich das jetzt hier wegreise, die Sammlerhütte, da baue ich jetzt gleich die Bergkugel dann hin. So, das mache ich dann im Pitch einfach. Da wisst ihr Bescheid. So, alles klar, ich spule wieder vor. Bis gleich. Thank you.
Eieieiei. The Raiders ship has been spotted on the horizon. Okay, es kommen wieder irgendwelche Wikinger oder so vorbei. Diesmal bin ich darauf vorbereitet, zumindest dahingehend, dass ich weiß, was ich machen soll. Nochmal passiert mir das nicht, dass mir jetzt alles abfackelt. Übrigens, Werkzeugproduktion habe ich ein bisschen verpeilt. Und genauso könnte es jetzt interessant werden wegen den Hühnern, weil wir haben hier kein Hafer mehr. Ich werde hier nächstes Jahr wieder Hafer anbauen. Ich hoffe, dass... Ach du Scheiße, es ist ja auch fast alle. Och. Das ist schlecht. Weil für beide wird das nicht ausreichen. Ich muss Hühner töten erstmal. Da komme ich nicht drum herum. Und ein paar Schweine vielleicht auch. Und wir müssen hier konsequent immer Hafer erstellen auf diesen Feldern. Also dieses Feld reicht für die Schweine gerade so aus, glaube ich. Weil das müssen wir auch mal beobachten. Machen wir mal so, dass jetzt hier erstmal nur 5 Hühner sind. Dann muss ich jetzt gleich hier Gemüsepastete stoppen. So, wo ist denn das Raider-Ship? Sehe ich aktuell gerade gar nicht. Ah, hier ist es. Okay, hier auf der Minimap sehe ich es. Ist noch ein bisschen Zeit. Jetzt kommen die von da oben, oder was? Mal sehen, wo die anlegen. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Nee, das ist ein Tornado. Das ist kein Raider-Ship. Wo ist das denn? Also aktuell sehe ich es nicht. Aber müsste ja meinen, dass die mir das... Oh, guck mal, hier ist auch eine voll schöne Insel. Krass, die habe ich noch gar nicht gesehen. Da ist es! Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Okay. Schauen wir mal. Also die kommen nicht über... Die wollen jetzt nicht über den Seeweg angreifen, wie es aussieht, diesmal. Becker ist gestorben, Alter, Scheiße, okay. Da kommen sie. Die kommen wirklich genau von der anderen Seite. Und jetzt laufen die dann in meine Richtung wahrscheinlich. Ach du Scheiße, das sind 4 Stück, sind das, okay. So, das darf ich jetzt nicht verpeilen. Wo werden die denn ankommen? Die laufen in die Richtung. Die kommen hier, wo ich den Palisadenwall habe, okay. Ist ja zufällig ein Jäger in der Nähe. Wir müssen die einfach töten, bevor die hier sind. Hier ist ein Jäger. Das ist ein bisschen schlecht. Ich muss dann einfach, oder ich nehme hier so einen Bauer oder so, und dann muss ich die davor wegschießen. Das Doofe ist, die werden mir auf der Karte gerade nicht angezeigt. Das ist ein bisschen schlecht. So, Moment, die müssten hier irgendwo sein. Jetzt sehe ich die im Wald, sehe ich die nicht mehr rumlaufen. Mach's mal wieder ein bisschen schneller. Macht man nicht ganz so schnell. Seht ihr die irgendwo? Also wenn sie die Sammlerhütte und so wegbrennen, das ist erstmal okay, damit könnte ich leben. Ich sehe die nicht. Die müssten jetzt aber eigentlich gleich kommen. Die werden mir aber immer noch nicht angezeigt auf der Karte. Da vorne. Da ist einer. Okay, so, da muss ich mir jetzt mal irgendeinen rauskramen. War nicht hier gerade irgendwo, war da einer gewesen. Ich brauche hier mal irgendwie gerade jemanden, den ich steuern kann. Hier. So, Kollege. Okay. Das war doof, jetzt kann ich den Bogen nicht benutzen. Ich hoffe, dass der Buff abgelaufen ist, bevor die hier sind. Also eben hatte ich einen gesehen. Da vorne. Da kommen sie. Okay, Bogen zücken. Jetzt muss ich halt auch noch treffen. Der ist tot. Der ist auch tot. So, ja, das Haus brennt. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Da vorne ist einer. Auch tot. So, einer lebt noch irgendwo. Wo bist du? Da vorne. So, hätten wir. Okay, wir haben es abgewehrt, erfolgreich.
Dass die Häuser brennen, ist jetzt nicht ganz so schlimm. Das könnte nur für so reichen. Aber natürlich sehr nett von denen, dass sie diesmal von da gekommen sind. Wobei es war ein bisschen tückig, weil ich nicht genau sehen konnte, wann die jetzt genau da sind und so. So gut, wie sieht's denn aus? War das mittlerweile abgerissen? Nee, wurde es noch nicht. Aber gleich. Gleich sind sie da fertig damit. Moment, das können wir mal eben schnell selber machen. So, Sammlerhütte. Ich sehe halt im Dunkeln fast gar nichts. Ich mal die Ressourcen weg kurz. Ist auch krass, wie viel Fleisch wir mittlerweile haben durch die Schweine, ey. Ich glaube, so ein, zwei Mal noch draufhauen, dann müsste das weg sein. Und dann bauen wir hier dann das Bergwerk hin. So. Okay, hätten wir. Und jetzt hier das Bergwerk hinbauen. Steinbruch! Ja, das ist super, die Stelle. Gib mir noch mehr hin als 8500. Das glaube ich ist das höchste, hm? Okay, dann machen wir 8500. So. Also theoretisch könnte man ja trotzdem überlegen, hier eine Scheune hinzubauen. Die müssen von da hier rüberlaufen. Das ist schon ein ganz schönes Stück. Wie sieht es denn aus? Meine Lehmmine, den habe ich hier. Die ist okay, dass sie das hierher bringen. Nö, ich baue hier noch ein Lagerhaus hin. Ich verkürze den Weg ein bisschen. Das finde ich in Ordnung, das so zu machen. Machen wir mal möglichst effektiv. Hier ist der Eingang. Machen wir hier irgendwie. So. Okay. Und jetzt das mal irgendwie, wenn die das dann abholen wollen. Muss man hier so. So irgendwie und jetzt hier den Weg einfach lang ziehen. Alles klar. Okay. Haben sie erstmal dann noch ein bisschen zu tun, was Bauen angeht und so. Auf jeden Fall haben wir Spätsommer. Die sind gerade erst dabei, die Ernte einzuholen. Guck mal, wie wir jetzt hier Platz haben. Vielleicht können wir hier auch eine Herberge hinbauen. Platz her. Mit Terraforming. Müsste das eigentlich gehen? Halt! Ja, ich kann das so bauen. Perfekt, Leute. Ey, komm, das kriegen wir hin, oder? 6800 haben wir jetzt schon. Es kann da natürlich auch alles außer Kontrolle geraten. Es könnte dann auch alles außer Kontrolle geraten. Wir holen erstmal die Ernte ein und so. Und lassen die erstmal alles fertig bauen. Aber ich glaube, dass ich das da hinbauen will. Ich hau nochmal ganz schnell Taverne. Die ist größer als die Herberge. Die wird mir ja nicht hinbekommen. Okay, Taverne würde ich ja dann hier vielleicht hinsetzen, wenn wir alles ja wegreißen dann. Ach stimmt, wir müssen jetzt eigentlich konsequenterweise dann auch Rennofen und Schmiede und so müssen wir dann am besten hier rübersetzen. Das Problem ist nur, eigentlich ist es voll doof, weil dann ist das alles hier gelagert irgendwie. Also hier wird dann das Werkzeug gelagert. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob die sich das hochwertige Werkzeug dann abholen. Da muss ich mir nochmal Gedanken machen gleich. Wir gucken mal, ob sie es auch so hinkriegen und mitkommen mit der Produktion. Aber das werde ich wahrscheinlich dann trotzdem umverlagern dann. So, 7800 Gemüse. Sieht gut aus. Wir haben auch 1600 Fleisch. Das Problem ist jetzt nur, wie sieht es eigentlich aus mit dem Essen? 850 Hafer. Also, es könnte sein, dass das mit den Schweinen... Dadurch, dass die Hühner jetzt auch gerade Hafer futtern. Ich kill mal noch ein paar Hühner. Die müssen dann halt neu entstehen. Und ich kill auch mal noch ein paar Schweine. Machen wir mal so auf 30 runter oder so. Das Fleisch können wir ja gebrauchen. Da habe ich kein Problem, wenn der Überschuss ist. Machen wir mal 25. Ich meine, die bauen jetzt nochmal Hafer an, aber das wird nicht fertig. Das kriegt ihr nicht hin. Das kriegt ihr nicht hin. Hier kriegen wir noch ein bisschen Hafer rein. Das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Der baut sogar schon ab. Wie, du baust schon ab? Nee, da sind noch Kartoffeln. Okay, nee, ich war gerade irritiert. Alles klar. So, wir haben übrigens drei Esel mittlerweile. Wollen wir mal eine Route machen? Eigentlich wollte ich jetzt ja hier die Herberge reinbauen, ne? Aber hier würde sich halt auch eine Scheune gut machen. Weil das wäre halt voll im Zentrum.
Könnten wir denn hier noch eine Scheune reinsetzen, dass die schön mittig ist? Hier, vielleicht nicht, hier ist eine Scheune. Aber die ist nicht unbedingt mittig, das ist halt schon nicht mehr Zentrum. Da muss ich mir jetzt noch gleich nochmal Gedanken machen, wie wir das am besten lösen. Ich könnte auch eine Bäckerei wegreißen. Aber ich glaube, die Scheune... Wobei, die ist eigentlich voll in der Mitte. Die ist voll in der Mitte. Theoretisch können wir auch einfach die Scheune benutzen, um da Kohle hinzubringen. Beziehungsweise warme Klamotten hinzubringen. Wir können das ja mal ausprobieren. Wir machen jetzt mal eine Rude. Eine Eselrude von dieser Scheune zu dieser Scheune. Und dann gucken wir einfach mal, was die Leute dann, ob die das anziehen. Dann können wir das erstmal testen, ob das funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Wir haben jetzt schon 4 Donkeys. Okay, dann probieren wir das jetzt mal aus. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ein Tier umsiedeln. Hier rein. So, dann müssen wir jetzt hier Leute einstellen. Pro Person eine Rude. Oh ne, pro Person ein Esel, würde ich mal schätzen. So, und wie mache ich das jetzt? Oder bringen die das dann nur hier hin? Ne, das würde ja keinen Sinn machen. Wie erstelle ich jetzt eine Rude? Bewege einen Esel zu einem anderen Stall. Markiere ein Gebäude vom selben Typ. Nee, ich will die ja nicht in einem anderen Stall haben. Das ist Unsinn. Ich muss hier auswählen. Okay, wir machen das mal. Warme Kleidung. Klicke auf ein Lager, um Ressourcen aufzunehmen. Das ist die Scheune. Hier sind die. Gleich ist die Kleidung. Klicke auf ein Lager desselben Typs, um Ressourcen auszuliefern. Ja, also entweder ja hier die Scheune hier. Hier wollte ich es bringen. Wir können es auch hier hinbringen. Das wäre für die hier eigentlich besser, wenn wir das hier hinbringen. Probieren es mal aus. So, jetzt ist hier eingestellt. 15 kann der tragen. Lass das mal jetzt beobachten hier. Wir probieren das ja erstmal nur aus, Leute. Ich glaube, wir müssen jetzt den Arbeiter verfolgen. Also bisher passiert noch nichts. Jetzt. Ah, oh, wie cool! Wie cool! Oh, Leute, das ist ja großartig. Da läuft er, nicht so schnell. Also es scheint zu funktionieren, so wie ich es mir vorgestellt habe. Okay, da sehen wir aber auch, wie wir Wege optimieren können und so. Richtig genial. Okay, kann ich dich verfolgen? Ja. Kann ich jetzt auch selber auf dem Esel reiten? Ja! Juhu! Kann ich von da aus was schießen? Jo, Alter, beritten. Berittener Bogenschütze. So, ja, egal. So, mach mal sehr von alleine weiter. Ich will sehen, ob das jetzt funktioniert. Ja, jetzt läuft die wieder zurück. Ich habe Mist gemacht. Scheiße. Okay, ich glaube, die muss mal neu starten wahrscheinlich. Nein! Wieso? Das hat, ja, jetzt habe ich das abgebrochen wahrscheinlich. Weil ich mich unbedingt... Aber 17 Klamotten. Haben wir 17? 16. Ja, das haut hin, eigentlich. Wir müssen das jetzt einfach nur... Ich muss mal geduldig dann zugucken. Köhlerstab. Okay, ich dachte schon, es starb ein Huhn oder so. Ich könnte auch noch einen mehr einstellen. Probieren es einfach mal. Aber eigentlich müsste ja einer ausreichen. So, jetzt. Nächster Versuch. Ja, also da kann mir jetzt ja keiner einen Vorwurf machen, dass ich den Esel reiten wollte. So. Jetzt warme Klamotten aufnehmen. Yes. Und das jetzt runterbringen in die Scheune. Das ist so... Schon wieder, wollt ihr mich verarschen? Schon wieder ein Raiders-Ship. Jetzt wird es ja langsam nervig. Ich baue bald Wachtürme. Könnt ihr aber wissen. So, warte mal, das gucken wir uns jetzt noch zu Ende an hier.
Und das müsste jetzt in die Scheune hier reingehen. Tidim! Mal sehen, wie lange. Mal sehen, ob die auch wirklich jetzt gleich genommen wird, weil das wäre ein Zeichen dafür. Ja, 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 guck mal. Ja, ja, wie warme Semmeln. Schnupp, 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 schnupp. Großartig. Cool, ey, das ist richtig genial, das System. Hammer. So, dann machen wir hier auf 1, habe ich schon eingestellt. Und wir haben auch schon 6 warme Klamotten, die wir dann wieder runterbringen können. Das ist großartig. Nichtsdestotrotz wäre es gut, wenn wir dann auch eine Scheune, also dass wir eine zentrale Scheune hätten. Das wäre wichtig. So, guck mal, wir haben auch wieder 600 Kohle. Das ist super. Wir haben 10.000 Kartoffeln. Das läuft. So muss das sein. Ah, großartig. So, ich muss mich gleich um das Raidership kümmern. Nee, hier bleibt auf jeden Fall drin. Wie sieht's denn aus mit dem Essen bei euch? Sieht ja nicht ganz okay aus. Haben wir hier noch was reinbekommen? Ich habe vergessen hier. Na nee, nee, da haben wir nichts reinbekommen. So, und von den Bäumen noch runter. Und jetzt müssen wir uns um die Raider kümmern. Müssen wir mal schauen, wo sie landen. Krass hier. Eigentlich wollte ich ja durchpitchen, aber wir kommen ja zu nichts. Ja, das mit den Eseln funktioniert ja richtig gut. Sehr schön. Das habe ich mir jetzt vorgestellt. Ich sehe das Schiff aktuell noch nicht. Das ist eigentlich das größte Problem, die überhaupt zu entdecken, finde ich irgendwie. Okay, die sind auf der Insel. Da muss ich jetzt ja das Schiff hier irgendwo sehen. Das muss ja hier irgendwo sein. Ich habe übrigens pausiert jetzt mal ganz kurz. Die sind schon wieder hier. Okay. Kann ich die anklicken? Kann ich die ja nicht. So, die laufen so. Wie läuft die so? Kommt er wieder bei den Palisadenwall an? Ey, wisst ihr was? Wir bauen jetzt einfach Wachtürme. Hier irgendwie. Oder wir bauen hier wirklich einen Steinwall hin. Aber hier ein Wachturm irgendwie, das wäre auch eine Idee. Die Gebäude wurden übrigens zerstört. Die können wir da mal abreißen. So. Ja gut, dann müssen wir jetzt erstmal warten wieder, bis die hier sind. Ah, die dürfen... Das Lagerhaus sollen sie nicht erwischen, das wäre scheiße. Ich sehe die halt immer nicht wegen dem Scheißbäumen aktuell. Wer hätte gedacht, dass ich das mal sage. Wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? Das ist ein bisschen... Wimmelbildmäßig gerade. Da. Da kommen sie. Okay. Ich brauch dich mal ganz kurz. Wobei, nee, hier läuft auch gerade jemand lang. Wir brauchen irgendwie so eine automatische Tor-Stadtwache irgendwas, aber es gibt's bestimmt. Hier, Lina, kümmere dich mal drum. Es kommen 4 gefährliche Wikinger. Aber bei mir sind alle Dorfbewohner sehr hart gesonnen. Mussten einiges schon überstehen. Dementsprechend schafft auch bei mir eine Lina 4 solche Raider wegzuknallen. Wenn sie sieht. Kann man schon mal einen Bogen zücken? Wir werden diesen ein paar Tiere erlegen hier. Also hier würde sich ein Jäger schon gut machen eigentlich, wenn ich mir das angucke. Da kommen sie. In einer Linie. Bam. Da auch noch. Du auch noch. Und du auch noch. Wir müssen das irgendwie automatisiert hinbekommen, dass wir die platt machen können. So, Lina hat Schaum vom Mund. Und tötet auch noch ein paar Tiere. Ja, hier würde sich ein Jäger echt gut machen. So, alles klar, Leute. Hätten wir abgewehrt erfolgreich. Okay, so, dann machen wir es wieder schneller weiter. Ich feiere das gerade mit den Klamotten, dass es so gut funktioniert. Das ist spitze.